Aloy, die die anderen Mitglieder von Far Zenith ausgeschaltet hat. Ich bin froh, dass du das System zurücksetzen konntest. Wirklich? Ja. Dadurch konnte ich mehrere Beschränkungen umgehen. Ich habe eine Bitte und ich bin bereit, euch im Gegenzug behilflich zu sein. Du arbeitest für Londra und erwartest, dass wir dir trauen? Warte. Okay. Wenn du helfen willst, beweise es. Hilf mir zu verstehen, was hier los ist. Londra baut ein Raumschiff. Er sammelt Genmaterial von den Quen und unterzieht sie dem MOP, dieser Art Gehirnwäsche. Aber andere wie Sakers Schwester scheinen Teil eines Auswahlprozesses zu sein. Was bedeutet all das? Deine Beobachtungen sind scharfsinnig. Walter plant, die Erde zu verlassen, bevor das als Nemesis bekannte Wesen eintrifft. Er will eine neue Kolonie in einer fernen Welt gründen und sie mit Hilfe der gespeicherten Quen-DNA bevölkern. Er beabsichtigt auch, eine kleine Anzahl sorgfältig ausgewählter Personen mitzunehmen. Er nennt diese Personen sein Gefolge. Eine Art Familie, die mit ihm die Kolonie regieren wird. Wie Götter. Ein treffender Vergleich. Nur, dass nur Walter allmächtig sein wird. Ja, und ich weiß wie. Er wird bei jedem von ihnen MOP einsetzen. Richtig. Bei der Bevölkerung und seinem Gefolge. Niemand wird sich wehren können. Ich weiß sehr genau, wie so etwas ist. Ist diese vermeintliche Kugel vielleicht Jane? Es hört sich irgendwie so ein bisschen an. Oder eine KI. Auch möglich natürlich. Aber wir fragen eins nach dem anderen mal durch. Was genau ist MOP? Kann Londra wirklich Gedanken kontrollieren? Walters Unternehmen fördert Edelmetalle auf erdnahen Objekten. Es gab Bedenken, dass solche Asteroiden in den falschen Händen als Geschosse aus der Umlaufbahn genutzt werden könnten. Das Meuterei-Unterdrückungsprotokoll war ursprünglich eine Sicherheitsvorkehrung, um Astronauten an genau so etwas zu hindern. Jedoch wurde das Programm abgebrochen, da die Probanden zunehmend aggressives Verhalten zeigten. Als wir hier ankamen, reaktivierte er das Programm, verfeinerte es und testete es an den Quen. Und gegen die Testpersonen haben wir wohl gekämpft. Ja, wegen ihrer aggressiven Tendenzen sind sie nützliche Wachen und Vollstrecker. Nun aber wird Walters Gefolge, seine Lieblinge, dem verfeinerten Verfahren unterzogen, das sie unterwürfig, aber nicht irrational aggressiv macht. Bekam Kina schon eine Gehirnwäsche? Nein. Wir können sie noch vor diesem Schicksal bewahren. Okay. Londra befragt also die Quen, um sein Gefolge auszusuchen, und die helfen ihm, seine neue Kolonie zu regieren? Er nennt es Vorsprechen. Er will Gefährten auswählen, die ihn an Mitglieder seines inneren Kreises im 21. Jahrhundert erinnern. Dabei will er aber alte Fehler nicht wiederholen. Einer seiner engsten Mitarbeiter hat ihn mal verraten. Deswegen nehme ich an, ist er so darauf bedacht, MOP zu nutzen, um alle um ihn herum zu kontrollieren. Also will er treue Freunde, die bloß nicht selbstständig denken sollen. Und Kina soll bald zu diesem Gefolge gehören? Richtig. Und das in der wichtigsten Rolle. Der von Walters Partnerin. Er sucht eine, die ihn an seine verstorbene Frau erinnert. Eine Schauspielerin. Er lässt Kandidatinnen sogar Zeilen aus einer ihrer bekanntesten Holos vortragen. Ich glaube, mir wird schlecht. Okay. Hatten wir ja schon so eine Vermutung, als wir das die Zitate gehört hatten. Kannst du mir was Nützliches über Nemesis sagen? Leider nicht. Walter sperrt diese Dateien.
Das liegt wohl daran, dass ich wie Nemesis eine künstliche Intelligenz bin. Also doch eine KI. Ja, nicht, dass du neue Tricks lernst. Er hat immer Angst vor Verrat in jeglicher Form. Ah. Wo sind die Menschen, die sagen, ah, oh, so ein armer, gepeinigter Mann. Jetzt verstehe ich, warum er so grausame Taten vollbringt. Please don't. Walter hat dich als seine Dienerin erschaffen? Ja, aber meine Persönlichkeit stimmt ihn nie ganz zufrieden. Also passt er sie mit einer Matrix mit hunderten verschiedener skalierbarer Attribute ständig an. Zum Beispiel, heute liegt mein Mutterinstinkt bei 52%, meine Unbeschwertheit bei 63%, während sie gestern bei 47% und 72% lagen. Allein in den letzten 7 Tagen hat er 57 Änderungen vorgenommen. Das klingt qualvoll. Das ist eine zutreffende Beschreibung. Krass. Ich hätte nicht erwartet, dass eine KI Probleme mit so etwas hätte. Warum auch? Aber gut. Okay. Ja, dann sag mal, was du willst. Du sagtest, du hilfst uns, aber du willst eine Gegenleistung. Was genau? Ich war 1000 Jahre Walters Dienerin und führte seine Befehle aus, während er ständig meine Persönlichkeitsmatrix verändert. Die Arme. Ich bin müde. Es ist Zeit, dass meine Dienerschaft endet. Ich verschaffe euch Zugang zu Walter, wenn ihr meinen Quellcode mit dem Überschreibungsgerät löscht. Wenn wir dich töten? Bist du sicher? Ja, bitte lasst mich ruhen. Na gut. Ich habe die Tür entsperrt, die euch zu Walter führt. Er weiß noch nicht, dass ihr hier seid. Außerdem habe ich die Luft- und Seeverteidigung der Einrichtung deaktiviert, falls ihr Zugang benötigt. Danke. Und mach's gut. Oh nein, ich hätte jetzt gesagt, eine neue Freundin für uns. Der wird's bei uns gut gehen. Endlich. Ich bin frei. Gaia hätte bestimmt eine coole Gesprächskollegin Lanko gehabt. Lanko verdirbt wirklich alles, was er anfasst. Aber wirklich. Das muss aufhören. Komm schon, sie sagte, der Vulkan sei jetzt offen. Ich wusste nicht mal, dass er zu ist. 1000 Jahre eingesperrt und eingesperrt im Dienste dieses Typen. Leck mich fett. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Uah. Eieiei. Oh, wie kommt dem Brimglanz näher? Hallöchen. Sag mal, hä? Jetzt. Das war... wie geil. Ich dachte, da geht's weiter. Aber da ist eigentlich nur Dings drin gewesen. Mehr Stuff. Ach, da hoch müssen wir. Okay. Voll cool. Halt, Moment. Halt, stopp. Da waren ein paar Türen doch noch zu. Sind die jetzt offen? Wir gucken mal eben. Ja, hallo. Nice. Bronzebarren, Goldbarren, alles Barren. Schön. Hä? Hab ich die übersehen, die Kiste? Echt? Hier hatten wir ja die Batterie geholt. Moment, aber da war doch gerade noch was. Oh. Hä, hab ich das alles übersehen? Erstmal WLAN öffnen, die Kiste. Brauchen wir nicht runterzehren. Da ist noch ein Protokoll. Ach, okay, das ist halt tatsächlich nur fürs Protokoll. Haben wir gar nicht gelesen, aber jetzt haben wir es. Fortschrittsprotokoll.
Letzter Eintrag. Geschafft. Ich hatte eigentlich angenommen, dass die Streitlust und Impulsivität mit Bildmustern, Wiederholungen oder den Hypnoseverfahren zusammenhängen. Falsch gedacht. Letztendlich musste ich nur die neuralen Stimulationsregister mühsam nachjustieren. Mit dem uralten handelsüblichen Gerät war das keine leichte Aufgabe, doch ich konnte schließlich die richtigen Einstellungen finden. Mit ein paar kleineren Anpassungen. Oh, weil ich was lese. Und wir sind ja auch schon hier eine Weile on the Ström. Letztendlich musste ich nur ein paar. Mit dem uralten Gerät war das keine leichte Aufgabe, doch ich konnte schließlich die richtigen Einstellungen finden. Mit ein paar kleineren Anpassungen könnte man die Effizienz noch steigern, aber ansonsten sind die Cortisol- und Oxytocin-Werte sehr niedrig, was zu einer dauerhaften Stabilität führen sollte. Die werde ich auch brauchen. Für immer ist schließlich eine lange, lange Zeit. So ein Unsympath, Alter. Ist da eine Leiche drin? Tatsache, da ist eine Leiche drin. Ui. Okay. Aber wir kommen da nicht rein, ne? Nee. Oh, bitter. Oh, bitter. Hier waren wir jetzt überall, ne? Ja. Hier gab es jetzt auch keine versperrten Türen mehr, richtig? Nee. Ei, 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 ei. Na, dann gehen wir mal nach oben. Hier gab es jetzt auch nichts mehr, ne? Ich weiß, die war versperrt, aber das war es dann auch. Klar, dass der Typ ein paar Leichen im Keller hat. Geil. Okay, der war gut. Der war gut, Twinny. Oh. Es hat London nicht gereicht, ein Schiff zu bauen, das Tausende auslöscht, wenn es startet. Er möchte über seine gehirngewaschene Welt herrschen, wie ein Gott. Wir müssen ihn aufhalten und meine Schwester retten, bevor es zu spät ist. Ich bin froh, dass du hier bist, Aloy. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Ich möchte nirgendwo anders sein. Okay. 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 Was ist das? Zugriffssteuerung. Schriftrolle. In sauberer Handschrift. Meine Freunde. Walters Arbeit im Vulkan darf nicht gestört werden. Es sei denn, es ist absolut unerlässlich. Falls er jedoch nach mehr Tee, Wein oder Pfahlbeerkeksen verlangen sollte, befindet sich die Zugriffssteuerung innerhalb dieses Gebäudes. Kontaktiert Fedder, wenn ihr den Schlüssel braucht. Mögen wir alle aufsehen, auferstehen. Yel. Haben wir nicht gerade sowohl Yel als auch Fedder zerlegt? Also Fedder auf jeden Fall. Fedder auf jeden Fall. Und tagsüber wirkt es hier auch gar nicht mehr so cool, ne? Nachts wirkt das hier viel, viel besser. Aber gut, dass die beiden noch markiert sind, obwohl wir so weit weg waren. Schön. Okay. Sie gehen weiter. Geh voraus. Bin gespannt, wie du vorgehst. Ich hatte einen schrägen Traum. Ja. Ein Vogel flog herum und verwandelte sich in einen Fisch. Klingt sehr nach dem Traum, den ich neulich hatte. Aha. Aha. So, die stehen mit dem Rücken zueinander, ne? Ja. Aloy ist richtig gnadenlos. Ich mag sie. Ich hoffe, sie zeigen sich. Ich gähne auf den Kopf. Ja. Schade. Wird wohl nichts mehr mit dem Kampf. Es sollte so aussehen, als hätten die Soldaten eine Chance gegen die Dinosaurier. Das ist lächerlich. Und irgendwie cool. Jetzt
hätten sie eine Chance gegen die Dinosaurier. So, so. Schon cool. Sieht schon mega cool aus. Aber wir müssen auf jeden Fall gucken. Hä, warum sind die denn nicht grün? Der ist jetzt grün, die sind nicht grün. Warum sind die nicht grün? Haben wir nicht alles bekommen? Oh nein, jetzt muss ich zurück und gucken. Und da waren wir auch noch nicht. Ich wusste doch, dass mich irgendwas stört. Weil das nicht grün war. Ich gucke nur gerade, ob hier noch irgendwelche Symbole nicht grün sind. Oh no! Okay, wir müssen zurück. Oh nein, wir müssen zurück. Ah, nee, komm, für das Let's Play. Komm, scheiß drauf. Ich habe innerliche Schmerzen. Ich habe Schmerzen. Okay, wir machen es danach. Ich habe innerliche Schmerzen. Nee, wir gehen jetzt erstmal darüber. Gucken erstmal, was das hier ist. Oh, ich habe innerliche Schmerzen, das jetzt gerade nicht direkt zu machen. Es tut so weh. Oh. Oh. Guten Tag. Nicht mehr lange. Das explodiert, wenn ich es mit einem Plasmapfeil treffe. Also, diese Lichter da sind schon ein Anfang. Ja. Wie wird es wohl so in Waters neuer Welt aussehen? Wir haben Gesellschaft. Redet alle bitte mal gleichzeitig, damit ich irgendwas verstehe. Warum kann ich den nicht markieren? Jetzt kann ich ihn markieren. Okay. Ja. Oder geht. Ich kann weder den einen noch den anderen über... Warum würde jemand Holobäume den echten vorziehen? Ein Spektakel. Ich kann keine... Denkst du, was ich denke? Überraschungsangriff? Ich kann ihn nicht überbrücken. Wie es wohl meinem Bruder geht. Wie es deinem Bruder geht? War das der im anderen Compound, den ich da gerade zerlegt habe? Pat, pat, danke. Danke, Twinny, danke. Pat, pat. Schön. Nicht mehr lange und du bist erlöst. Versprochen. Guck mal. Nur noch 5 Schritte. Ne, so schnell und einfach geht das. So. Sieht aus, als könnte er reden. Sprechende Echsen. Warum nicht? Echsen? Ich dachte Vögel... Was? Okay, ja. Ding, was ist denn der Eis? Okay. Gut, dass es Feuer war und kein Eis. Ja, warte mal. Mist. Oh, da ist noch ein Krallenschreiter. Das ist ja nicht so gut. Gegen was ist der empfindlich?
Ich wollte gerade sagen, kämpfen die gerade gegeneinander? Schnell! Solange sie anfällig ist! Nimm das, Kartoffel! Gehen wir auf die Jagd! Kommt ihr denn jetzt alle her? Ah, komm schon. Das hast du gespürt, oder? Oh, jetzt hat die den... Oh, Alter. Jetzt hat die den gerettet. Ernsthaft? Oh, der war gegen Feuer, ne? Oh, Ding. Oh! Da bin ich einfach runtergefallen. Wo kommen denn die Wachen jetzt her? Oh, komm schon. Hä, wo kommen denn jetzt die Wachen her? So, komm mit. Wir müssen uns beeilen. Und suchen. Na los. Wir kriegen sie. Wir sind dämlich. Ihr müsstet längst das gefunden haben. Ja? Guck mal. Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Hier, guck mal, das kannst du finden. Guck mal, was du gefunden hast. Huch, wie konnte das denn passieren? Hä? Guck mal, was du gefunden hast. Ui, wie schade. Hm, das tut mir jetzt aber leid. Nee, nicht feuerfrei. Sollen wir aufhören damit? Doch, doch, wirklich. Guck mal. Denkst du? Eieiei. Oh, wo kamen die denn jetzt her? Oh, nur 5000 Äste. Ich glaube, ich habe noch nicht genug gesammelt. Wisst ihr, was geil wäre, wenn der dritte Teil rauskommt? Von Horizon. Wenn man die ganzen Sachen übernehmen könnte. Den ganzen Loot. Ach, das wäre schön. Erstmal direkt von Anfang an die besten Waffen bauen. Weil einfach mal zu viel Loot überall ist. Oh, was ist das denn? Das haben wir noch gar nicht, ne? Die anderen Produzenten wollten, dass der neue Ableger von Pangea etwas für Kinder ist. Ich hätte mich nie darauf einlassen dürfen. Selbst nach dem Ende der Welt wirkt Reggie noch wie eine Katastrophe. Hm. Na dann. Es ist mir tatsächlich so egal, was der Typ denkt. Ich habe so... Oh, meine Meinung von ihm ist so gut wie... Weiß ich nicht. Deswegen hier für Kinder. Ah. Mom sagt, ich darf Reggie sehen. Reggie sehen. Reggie sehen, Eddie. Sagt, Reggie stinkt. Aber Eddie ist so verdammt gemein. Und ich lieb ihn. Vielleicht kann ich einen Holo-Sticker für meinen Rucksack haben. Und dann kann ich mich Eddie mal an... was?
Dann kann mich Eddie mal am... Achso, mal am... Schön. Schön. Ist hier was hinter? Nee, ist einfach nur so. Oh, ich will rutschen! Ich will rutschen! Alter, ist das eine hohe Rutsche. Leck mich. Heilige. Also nicht wortwörtlich. Die ist wirklich hoch. Schade. Für Kinder jedenfalls. Juhu! Also nee, Moment halt. Moment. Ich schaff das. Juhu! Wow! Wow! Aber guck mal, was für eine schlechte Produktion. Muss wohl Sollbruchstellen sein, wenn beide Rutschen gleich kaputt sind. Auf die gleiche Art und Weise zerstört wurden. Hm, schade. Entschuldigung. Ah, so, was ist das jetzt hier? Also ich weiß, sie war voll die krasse Kampfarena aufgebaut, aber es war halt einfach so nicht notwendig. Keine Ahnung, es war halt einfach nicht notwendig. Die haben die einfach so platt gemacht. Vielleicht ist da... Ach, guck mal, das ist ein... Ich wollte gerade sagen, das ist ein Langhals, aber ist es gar nicht. Ist da was hinterm Wasserfall versteckt? Vielleicht. Gucken wir gleich. Den kann ich gar nicht looten. Nee. Okay. Okay, wie kommen wir denn da hoch? Da. Ich sehe es schon. Ja. So, und dann? Na, guck mal. Ich sehe keinen Weg zu dir. Ja, dann lass es doch. Muss nicht immer in meiner Nähe sein, auch wenn ich dich echt gern bei mir hab. Seika. Bist eine echt nette und ich finde dich echt knorke. Ah! Okay, jetzt kannst du zu mir. Ich dachte, die hüpft von alleine da drüber. Ah, da. Gibt es einen anderen Weg? Ah, okay. Das war mal ein Looping anscheinend. Grimglanz. Okay. Das waren mal... Aber was war denn das? Loopings? Nee. Da konnte man dann durchklettern. Und da sollen Kinder lang geklettert sein sollen? Da hätten Kinder lang klettern sollen. Habe ich das richtig verstanden? Durch diese Ringe. Ich hätte mein Kind da nicht hingeschickt. Definitiv nicht. Auf jeden Fall musste eine Hochseilkünstlerin sein, um das zu schaffen. Achso, das war's schon. Hier ist gar nichts. Ah, okay, ich dachte, hier wäre noch was. Ich glaube, dann haben... Nein, da hinten ist noch eine Kiste. Oh, damn. Ach, da oben. Kann ich hoch? Nee. Sag bitte, da komme ich nicht hin. Ich will dich gar nicht bei mir haben. Kletter weiter, Ella. Wow. Nein, nein. Oh, falscher Knopf. Heieiei. Gut, jetzt haben wir aber alle Kisten, oder? Ja, sieh gut aus. Okidoki. Dann nochmal hinter den Wasserfall schauen und dann war's das. So ist es leicht. Ja, gut. Dann war der Kletterparcours, der
der Kletter, der Parcours, das, die Parcours, der Parcours. War der Kletterparcours für die Kisten und nicht für den Kampf. Muss ich sagen, finde ich ein bisschen schade. In den in Horizon Zero Dawn war also man konnte auch ohne das ist der Vulkan. Konnte man natürlich auch so wie hier einfach drauf losholzen und kämpfen. Aber da war die Umgebung sogar also ein bisschen wichtiger, die Umgebung einzusetzen, viel wichtiger, so mit Fallen, so mit diesen mit den Baumstämmen, die man runterrollen lassen konnte und so. Fand ich persönlich irgendwie, oder es kommt mir nur so vor, weil ich das auch schon ewig natürlich nicht mehr gespielt habe. Kann natürlich sein, dass mir das gerade nur so vorkommt, aber dass die Umgebung einzusetzen viel wichtiger war als in Forbidden West. Könnte natürlich auch daran liegen, dass ich schon so weit bin. Ja. Da sind mehr Wachen. Ja? Hätte nie gedacht, dass Pera in den besten zwei ist. Aber Walter wird es schon. Da sind mehr Wachen. Keine Ahnung. Hätte nie gedacht, dass Pera China. In den besten zwei ist. Hast du gesehen, wie sie in den Vulkan gegangen ist? Furchtlos. Wir müssen da rein. Die hat jetzt dreimal den Satz gesagt und die haben sich zweimal wiederholt. Schön. Okay. Wir müssen da rein, das habe ich schon verstanden. Der Zweck dieses Ortes ist dein... Hast du auf dem Weg hierher die Lichter auf dem Platz gesehen? Die waren doch vorher noch nicht da. Du hast recht. Vielleicht musste Nova wieder an die Parksysteme ran. Ich hoffe, sie zeigen sich. Ich brenne auf einen Kampf. Oh nein. Ich kann das Blatt... Ah, hör doch auf. Ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix. Geh mal an. So wird das. Gut, ich seh was. Sag mal, Aloy, jetzt hau doch mal drauf. Was ist deine Mission? Willst du die nur streicheln oder was? Heilige. Eier die da rum. So, wo ist er? Da ist er. Kein Dokument, nix. Wir gucken uns auf jeden Fall da nochmal um. Ah ja, Esther brauchen wir unbedingt. Wir haben nur 5546. Das ist noch nicht genug. Es ist nie genug. Wo muss ich denn jetzt hin? Da ist noch ein Ausrufe. Nee, Moment, hä? Achso, ja, wir wollen zum Vulkan rein. Aber hier war ja noch so ein Durchgang, ne? Hier, da. Achso. Ah, okay, ja, ist dasselbe. Okay, alles klar. Gecheckt. Dann haben wir... Aber das ist auch nicht grün. Hier oben waren wir noch nicht. Deswegen wahrscheinlich. Gibt's ein Max-Limit? Nö, nicht, dass ich wüsste. Vielleicht 9999? Ist meistens in Spielen so. Alter, wie cool wäre das, also jetzt mal Real Talk, wie cool wäre das, wenn man hier Achterbahn fahren könnte wie in Cyberpunk. Das wäre sau cool. In Cyberpunk konnte man ja auch mit so einer Achterbahn fahren. Das wäre mega.